Hallo und ein herzliches Willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Let's Play der Herr der Ringe, die Schatten mit einer 2 Meter Mod. Und ja, wir sind auf jeden Fall gut wieder am Start hier. So oben, der NPC hier oben, sieht man, dass seinen Truppen macht er hier gar nichts, ne? Da ist noch einer! Ja, hier oben mit seinen Truppen macht er nichts, ne? Achtung, Bogenschützen! Aus dem Weg! Beeilung! So, der Weizen können wir hier vielleicht mal versuchen. Warte mal, wir können mal eine Einheit vielleicht mal abziehen hier. Oh, da hat hier so eine Festung gebaut, okay. Talmarktplatz habe ich gebaut hier, okay. Den Vorposten habe ich hier zumindest besetzt bekommen. Aber man wird hier scheinbar trotzdem angegriffen. Ich weiß nicht, ob es reicht. Das werden wir sehen. Den da bringt ihn um. Bogenschützen! Aufpassen! Reißt das Gebäude ein! Erledigt sie! Wir werden angegriffen! Es reicht nicht. Okay, schade. Na gut, hier oben passiert nichts mit seinen Truppen irgendwie. Weiter so! Reißt sie zurück! Ja, kommen wir aber momentan auch noch nicht weiter hier, ne? Das muss man auch so sagen. Aber wir können auch natürlich jetzt erstmal noch einen Trollkäfig erstmal bauen. Oder jetzt erstmal zum Beispiel noch große Belagerungswerke oder sowas in die Richtung, ne? Nein, rohstoffmäßig uns geht's ja nicht schlecht. Das muss man ja auch so sagen. Aber uns könnte es natürlich auch besser gehen. Seid ihr bereit? Zack. Hier nochmal ein bisschen was mehr. Und hier kann man nochmal ein bisschen was nachproduzieren. So, was wir auf jeden Fall gebrauchen, sind hier diese Dinger. Ja, eine neue Horde Orks! Öffnet die Tore unserer Belagerungswerke! Warum haben wir keine Rohstoffe mehr? Macht euch bereit, ihr könnt die Trolle in den Bewegung! Hier. Okay, das reicht auf jeden Fall auch noch nicht. Bewegt euch! Bleibt wachsam! Joa, jetzt haben wir auf jeden Fall zwei Armeen. Joa, an zwei Standpunkten haben wir beides verloren. Das ist doch schon mal eine positive Bilanz. Ne? Also wir können weder hier oben fighten, noch hier unten fighten. Das ist irgendwie ein bisschen kacke momentan. Eine neue Horde Orks! Hoch mit euch, ihr Maden! Gut, die Festung ist allerdings halt trotzdem noch ganz gut beschützt auf jeden Fall. Wir haben die Ork-Grube erweitert. So, Ork-Grube wurde wieder erweitert. So, 5 hatten wir davon. Wir könnten halt wirklich echt diesen einen... So, Katapult. Bauen wir das Katapult. Wird gebaut. Wir bauen das Katapult. Hier kannst du zum Beispiel auch noch was bauen. So ein Turm zum Beispiel. Ja gut, man muss natürlich auch sagen, wir müssen natürlich versuchen. Ja, wie soll man sagen? Auf jeden Fall, oh, die... Ja, das Katapult tut seinen Dienst hier gerade scheinbar. Doch ganz zuverlässig. Also hier ist das Nebentor, okay. Wir haben einen Gebirgstroll freigelassen. Okay. Bogenschütz, macht euch bereit! So, ein Gebirgstroll ist auf jeden Fall frei. Einer. Oh, mehr haben wir momentan noch nicht. Hier versammeln sie sich momentan, das ist nicht so cool. Und ich würde sagen, wir müssen dann mal das Tor auf jeden Fall mal öffnen. Pfeile bereit machen! Vorwärts, ihr Lammschlecken und eure Bögen! Bogenschützen! Aus dem Weg! Hoch mit euch, ihr Maden! So, da geht das Tor auf und da kommt die Armee raus. Hierher, eine neue wartet ihr noch! Und ich möchte ganz gerne auf jeden Fall zu der Festung hier unten. Bleibt wachsam! Seid ihr bereit? So richtig miteinander spielen tun sie ja eigentlich nicht, ne? Das muss man auch so sagen. Ah, eine neue Horde Orks! Wir werden angegriffen! Aufpassen! Bogenschützen! Oh, scheiße, mein Troll, den erwischt sie gleich. Jetzt wird gekämpft! Achtung, Bogenschützen! Macht euch bereit! Bewegt euch! Schießt weiter!
Ja, das wird auf jeden Fall gut zerstört hier. Für die stehen hier gerade dumm rum. Die Ork-Horden. Zack, go. So, dann können wir auf jeden Fall vielleicht nur wirklich mal in Richtung Nazgul gehen oder sowas in die Richtung, beziehungsweise Sauron auf jeden Fall Nazgul rekrutierend. Okay, sind auf jeden Fall am Start, das ist so gut. Oh mein Gott, hat er viele Katapulte, scheiße. Scheiße, ey. Ich glaube, mein Ziel... Wobei, wir haben auf jeden Fall ein paar Dinger mit am Start. Rekrutiere einen Ringgeist. Das haben wir schon mal hinbekommen. Okay, haben wir eigentlich wieder unsere Armee am Start? Ah, wir werden hier gerade angegriffen von hinten. Na gut. Okay, unserem Part Nummer 1, dass wir hier was gewinnen können, haben wir auf jeden Fall schon mal nicht erfüllt. Die Festung, die gehört, die wir uns gerade mal nicht holen. Okay, gut, dann würde ich sagen, können wir hier schon mal ein bisschen nochmal weiter produzieren. Das mit den Sperrträgern hat mir auf jeden Fall ganz gut gefallen, die Variante. Dann würde ich sagen, haben wir einen Katapult, haben wir auch schon ein oder zwei. Brauchen wir ein, zwei Katapulte und noch einen Troll schon mal. Oder, ja genau. Ein Troll, der sich nicht drollen lässt. Wer es kennt, kann sich ja mal in die Kommentare schreiben. Naja, gut, wir haben hier das, wir brauchen mal das und dann brauchen wir mal noch, ein Pfeilhagel. Ja, gut, ist halt süß, ne? Ah, eine neue Horde Orks! Bauen wir hier mal so ein Gebäude hin. Der baut auf jeden Fall keine Katapulte, das ist auf jeden Fall schon mal gut. Und ihr seht links unten, wie unsere Einheitenzahl auf jeden Fall gut und rasant in die Höhe schellt und schnellt. Und, ja... Wir haben die Ork-Grube erweitert. Ah, eine neue Horde Orks. Ja, das Problem ist natürlich, dass wir jetzt natürlich schon... Wir müssen jetzt hier natürlich schon mit vier Katapulten oder sowas in die Richtung müssen wir jetzt schon an die Sache rangehen. Ich denke vielleicht sogar... Kommt halt drauf an, wo wir angreifen, kommt halt wahrscheinlich darauf an, wie die Festungen hier leer stehen. Hier steht zum Beispiel alles voll... Wirklich alles voll. Oh, krass. Hier ist auch alles voll momentan. Ja, die sind auch relativ schnell dann wieder mit am Start. Wie sieht das denn hier unten aus? Steht hier noch alles voll? Ja, ich würde sagen, die haben auf jeden Fall eine volle Festung hier stehen schon mal. Die ziehen gerade ihre Einheiten wieder zurück. Haben auch hier noch irgendwas. Außer an das Lager gehen sie halt nicht ran, ne? Aber die greifen halt auch nicht an, ne? Hier, die Festung ist eigentlich noch am unbewachtesten, würde ich sogar fast sagen. So, jetzt zack. Die großen Belagerungswerke erweitert. So, Nazgul rekrutieren. Wir könnten jetzt hier noch Saurons Mund. Wir könnten hier nochmal einen Nazgul rekrutieren und könnten natürlich auch Gurbak mal rekrutieren. Dann, wie sieht's hier aus? Könnten wir hier, das können wir machen. Dann können wir hier nochmal da nochmal was bauen. Hier nochmal einen Bogenschützen. Hey, habt ihr das gesehen? Okay, wir versuchen es jetzt wahrscheinlich mal damit, dass wir sagen, okay, gut, wir... Wieder aufwachen. Nein, in den Turm mit ihm. Was warst du denn? Werkstroll freigelassen. Ein Nazgul kämpft für uns. Ah, eine neue Horde aus. Die Ballerträger sind hier. So, ziehen wir mal zusammen hier schon mal. Was sollen wir tun? Wir haben auf euch gewartet, Bogenschützen! Macht euch bereit! Okay. So, die Nummer 1. Wir öffnen mal unser Tor.
seid zu langsam! Wir haben den Trollkäfig vergrößert. Diese Armee ist schon groß genug. Da oben steckt auf jeden Fall eine fette Armee. Oh, der hat hier aber auch was gebaut. Magierturm hat er aufgebaut schon. Oh, krass. Nicht schlecht. So, unsere Armee, die kommt. Eine neue Horde Orks. Der Feind greift uns an. Aus dem Weg. Boah, krass, 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 krass. Sie greifen wieder an. Diese Gebäude gehören dem Feind. Wir werden angegriffen. Okay, gut. Das ist schon mal nicht so gut hier. Hätte ich vielleicht erstmal auf die Festung gehen sollen. Das wäre auf jeden Fall vielleicht die klügere Variante gewesen. Okay, auf jeden Fall haben wir doch noch was am Start. Also wir sind auf jeden Fall nicht kampflos hier. Das ist natürlich jetzt ein bisschen schwieriger jetzt mit Motor, aber kriegen wir schon noch hin. Dieser Ort gehört dem Feind. Da sind sie. Zuhören! Macht keine Gefangenen! Macht weiter! Sind es nieder! Hoch mit euch, ihr Magen! Ah, eine neue Horde! Im Grunde genommen kann man jetzt versuchen, natürlich die Zungen zu spammen, ne? Das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Na komm schon, jetzt hier. Komm, 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 komm. So, hier unten sieht es schon mal ganz gut aus. Wenn wir jetzt das Katapult noch am Start haben, hätten. Wir haben auf euch gewartet, Bogenschützen! Wir brauchen Rohstoffe! Also, uns fehlen halt schon wieder die Rohstoffe, ne? Das ist halt richtig scheiße. Kacke. Gehen wir mal zurück wieder. Mit sauren Mund zumindest. Ah, jetzt Gebäude haben wir zumindest bekommen. Aber wir können das Gebäude halt niemals halten, ne? Macht euch bereit, eine neue Horde Orks. Wir haben ist das kacke, ey. Das kann nicht sein. Der Gebieter? Tot? Das Lager wird angegriffen. Kriegen nicht mal das hier jetzt verteidigt, okay. Ja, gegen zwei wird es auf jeden Fall wahrscheinlich nichts werden, kann ich mir zumindest jetzt gerade momentan vorstellen. Das kriegen wir, glaube ich, nicht hin. Eine neue Horde aus. Weil mir fehlen gerade die Lösungsansätze, muss ich sagen. Der baut jetzt hier wieder ganz normal auf. Ich habe jetzt mit meiner gesamten Armee. Gut, es ist natürlich momentan auch ein 2 gegen 1, klar. Das ist natürlich so das Grundszenario, klar. Aber ich wüsste halt nicht, wie man das umgehen kann. Ich weiß es nicht! Helft mir! Spannt eure Bögen! Wir brauchen mehr Rohstoffe. Ah, eine neue Horde. Ach ja, ach ja, ach ja. Ich weiß nicht, ich renne halt überall, renne ich halt irgendwo rein, ne? Das ist halt ein bisschen das Problem. Orks, Pfeile bereit machen. Was ich halt grundsätzlich machen könnte, wäre. Eine neue Horde. Ja, aber dafür fehlt mir halt momentan auch wiederum das Geld, ne? Jetzt wird gekämpft! Nehmt eure Bögen! Gewartet, Bogenschützen! Wartet ihr noch? Wir können nicht noch mehr! Nehmt eure Bögen! Hierher! Katapult kommt marsch, marsch! Wir haben einen Gebirgstroll freigelassen! Ja, können wir hier vielleicht mal ein, zwei Katapulte bauen? Schicken die Einheiten, schicken wir jetzt einfach mal in den Tod hier. Die können wir noch behalten, meinetwegen. Los!
Diese Gebäude gehören dem Feind! Ja, es steht halt alles voll, ne? Die machen halt, die selber machen halt nichts. Er ist es! Bleibt wachsam! Halt eure Bögen! Vorwärts, ihr lahmen Schnecken! Der Feind! Beeilung! So, das ist ein bisschen meine Strategie, oder? Klingt ja gut, ne, die Strategie. Alle mir nach! Laden! Los! So, gucken wir mal, ob das funktioniert. Achtung, Bogenschützen! Macht euch bereit! Sauron ist in Gefahr! Ah, Sauron ist auch schon wieder tot. Bleibt wachsam! Wir werden hier nicht rasten! Wir haben auf euch gewartet, Bogenschützen! Sie greifen uns an! Diese Armee ist schon groß genug! Spannt eure Bögen! Das Katapult! Schickt ihnen einen Pfeilhagel! Was sagt ihr dazu? So, wie sieht's hier aus? Hier können wir auch noch mal ein bisschen was machen. Wir schauen mal, was wir vielleicht noch in der nächsten Folge auf jeden Fall noch reißen können. Gucken wir mal. Ich verabschiede mich hier erstmal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.